Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir alle kennen wahrscheinlich das kleine Problem, dass wenn wir im Indoor-Bereich eine Tür erstellen und durch die Wand gehen wollen, funktioniert es nicht. Damals beim RPG Maker 2000 und 2003 war das noch ein bisschen anders. Damals konnte man das Teilset mit einem Viereck markieren und man konnte durchlaufen, wenn es nur ein Teil breit ist. Allerdings funktioniert diese Methode nicht mehr beim RPG Maker MV oder beim MZ. Wie es aber trotzdem funktionieren kann, erkläre ich euch heute in diesem Tutorial. Diese Idee kam übrigens von Shizu aus dem Discord-Channel und aus dem RPG Maker MV Forum. Schaut doch mal gerne vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Und da das Video heute ein bisschen kürzer ist als die anderen, habe ich mir gedacht, dass ich ein bisschen Eigenwerbung mache. Auf meiner itch.io-Seite könnt ihr schon das ein oder andere Game zocken. Unter anderem die Demo-Version von Paraquid, direkt im Browser oder auf eurem Smartphone. Nicht nur das, denn dort wartet auch schon die Tech-Demo von IM Production auf euch. Außerdem gibt es ein Gameboy-Ressourcen-Pack. Also schaut mal vorbei, es lohnt sich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir da auch folgen und mich unterstützen. Oder lasst eine Bewertung zu eines meiner Spiele da. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es weiter mit dem Intro. Als erstes drücken wir auf die 1:1 Ansicht, damit die Skalierung der Map passt. Dann entfernen wir einen Teil der Decke. Jetzt drücken wir auf die Drucktaste und fügen es in GIMP mit STRGC ein. Ich nehme jetzt einen Teil der Wand, das 48x48 Pixel groß ist, und füge es in einem Charakterset wieder ein. Dieses Template könnt ihr entweder selbst erstellen oder es runterladen, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Nachdem ich es eingefügt habe, nehme ich noch ein Stück der Decke mit und füge es ebenso über die Wand ein und schneide es zu. Danach lösche ich die Hintergrundfarbe und speichere das Bild ab. Jetzt gehen wir wieder zum Maker und löschen einen Teil der Wand. Dort fügen wir jetzt ein Event ein. Dazu wählen wir die Grafik, die wir gerade erstellt haben, und setzen die Priorität auf über dem Charakter, damit man unten durchlaufen kann. Die Bewegungsroute der Tür ist nach links, rechts, oben drehen und dazwischen 10 Frames warten. Am Schluss Durchgang auf an, damit man über dieses Event laufen kann. Solltet ihr die Map verlassen, resettet sich die Bewegungsroute automatisch. Jetzt machen wir einen Testlauf. Wir sehen, dass wir ohne Probleme jetzt durchlaufen können. Die Grafik, die wir erstellt haben, könnt ihr auch individueller gestalten und abändern, wie ihr es möchtet. Ja, das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Locker flockig sind wir da durchgekommen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Jetzt wisst ihr, wie man im Indoor-Bereich durch Wände gehen kann und unter die Decke durch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin, Tschüssikowski!